Tipps und Tricks hier auf den Kanal von Time to Buddies. Und vorerst, bevor wir das Spiel, ist ja heute DayZ dafür, das ist eher für Anfänger und sag mal für Fortgeschrittene vielleicht nur manche Sachen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, ich kann euch damit helfen mit diesem Video. Auf jeden Fall erstmal zu den Einstellungen. Ihr könnt eigentlich soweit alles so lassen. Nur bei Video solltet ihr, wenn ihr Probleme habt mit mit FPS, also wenn ihr FPS-Einbrüche habt, solltet ihr hier wie ich Wolken und Schatten deaktivieren. Dann habt ihr ein sehr flüssig laufendes Spiel. Und vielleicht noch das, was ich deaktiviert habe: Alpha to Courage, Age Smoothing and Ambient Occlusion, was auch immer das sein soll, das habe ich keine Ahnung. Deaktivieren, weil es sieht auch ein bisschen FPS. Ja, das soll es zu den Einstellungen gewesen sein. Texturen könnt ihr eigentlich auf hoch spielen, wenn ihr Gebäude gut erkennen wollt, auf Reichweite. Wenn ihr eher nicht so die Gebäude nicht gut erkennen wollt, dann halt auf niedrig, sehr niedrig. Ich hab's halt auf hoch. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, zu der Map. So, ich habe irgendwie ein Problem mit Webs wegen der Map. Ich erkläre euch kurz, am besten macht ihr die Map daisydb.com kurz auf und hört einfach zu bei dem Video. Also, ja, spawnt irgendwo an der Küste oder im Norden. Dann ist es wichtig, ob ihr eher nach Balota wollt oder zum West Airfield, weil das sind so die Plätze, wo man eigentlich hin will als Spieler, wegen Military Loot und allem drum und dran. Auf jeden Fall, wenn ihr nach Balota wollt, läuft ihr einfach am besten die Küste entlang durch Kamishovo, Elektro, Tscherno bis zum Airfield. Und wenn ihr zum West Airfield läuft, würde ich euch empfehlen, ihr, sag ich mal, wenn ihr im Berenzino oder Svetjolas spawnt, dass ihr euch da eben Essen, Trinken besorgt und dann einfach die Schienen lang folgt bis hinter die Brücke, und hinter der Brücke müsst ihr einfach hinten links direkt hoch, dann seid ihr direkt am West Airfield. Das ist eigentlich so der einfachste Weg bis zum West Airfield, also ich schätze mal, man braucht 15 Minuten so circa bis zum West Airfield, und da kann man sich da wieder in Ruhe ausrüsten. Okay, dann kommen wir jetzt zum Verhalten im Spiel. So, man spawnt dann irgendwo an der Küste, wenn man gespawnt ist, oder im Norden, das ist mittlerweile so seit dem neuen Patch. Das Wichtigste ist, wenn man gespawnt ist, sich erstmal nach einer Stadt zu erkundigen. Ich glaube, da rechts ist eine. Und wie man diese Stadt erkennt, seht ihr gleich. So, jetzt endlich angekommen in der Stadt. Dann sehen wir jetzt hier ein Schild. Das sind die Ortseingangsschilder. Das verrät einen immer, welches die Stadt ist. Die sind leider auf Russisch, aber wenn ihr die Map habt, sag ich mal als daisydb.com oder eine App, zum Beispiel die App I Survive, da steht das auch in Russisch und das ist dann die Übersetzung für Deutsch. Und es steht dann halt, dass das Berenzino ist. Jetzt hat man die Möglichkeit zu entscheiden, wenn man jetzt irgendwo spawnt und eine Stadt gefunden hat, läuft man Richtung Balota, das wäre halt runter nach Süden, über Elektro und über Tscherno, oder läuft man Richtung West Airfield. Da würde ich euch empfehlen, hinten über die Schienen zu laufen. Das sind jetzt die beiden Möglichkeiten. Aber bevor wir dies tun, zeige ich euch erstmal, welche Gebäude am wichtigsten zu looten sind. So, da haben wir jetzt als erstes die Schule. Ort, wo Waffen spawnen, Essen, Trinken, also alles, was man so am Start brauchen könnte. Wichtig ist am Anfang erstmal so viel wie möglich an Nahrung und an Waffen mitzunehmen. Ein sehr interessantes Gebäude bei Spielern ist auch immer noch das Pianohaus, so nennen wir es. Da findet ihr Muni, Essen, Trinken und sogar Waffen meistens. So, dann haben wir noch den Supermarkt, wo Rucksäcke, Nahrung und Nahkampfwaffen spawnen. Ist auch immer ein sehr guter Ort zum Looten. Natürlich könnt ihr auch mal in das ein oder andere Gebäude einen Blick reinwerfen. Also jetzt in die normalen Häuser. Und das ist halt die Chance nicht so groß auf gutes Loot, was man gebrauchen kann. Deswegen gucke ich da generell gar nicht rein. Nur so in die, wo ich weiß, dass da was spawnen kann. Das ist Großartiges. Polizeiwachen, in denen man Military Loot findet. Und natürlich auch Waffen.
und zu guter Letzt Medical-Häuser, in denen man alles Mögliche an medizinischen Versorgungsmitteln findet. Ja, das war's dann mit den Gebäuden. Und dann kommen wir jetzt zum Verhalten auf dem Airfield. So, wichtig ist es in Lazy erstmal einen Überblick über das Airfield zu bekommen. Das ist jetzt, sag ich mal, das A und O erstmal, um das Airfield zu begehen, wenn man unbewaffnet ist. Weil wenn man gesichtet wird, wird man auch im Airfield direkt erschossen. Da gibt es eigentlich nicht mehr viel mit Friendly. Deswegen sollte man auf Feuerwachen achten, weil oben liegt öfter gerne mal einer. Und am besten auch auf dem Tower achten. Am besten die beiden ohne Waffen noch meiden, weil da ist man direkt gesehen. Ja. Dann kommen wir nun zu den Gebäuden am Airfield. Um an Waffen zu kommen, haben wir zum einen das Gefängnis, wo halt Waffen und Equip, also Militär-Equip spawnt. Dann haben wir zum anderen die Hangars, wobei ich lieber finde, die zu meiden, da man ziemlich offen in diesen Hangars ist. Und direkt von der Rollbahn auf der anderen Seite könnte man direkt beschossen werden. Dann an die, so nenne ich sie zumindest, Baracken, wo ihr an Military Equip kommt, sowie Waffen und Munition. Dann noch den Tower. Und natürlich die Feuerwache, wo alle möglichen Werkzeug, Schnickschnack und sowas spawnt. So, dann kommen wir jetzt nach den Gebäuden zu ein paar grundlegenden Tipps. Also erstens natürlich, seht gerade, ich bin einfach mal, aber egal. Natürlich Essen und Trinken, Vorräte immer bei sich zu haben. Also habe ich eigentlich auch, aber ich bin ja jetzt so zum Effekt gelatscht, direkt vom Spawn aus. Zweitens, niemals, oh, guck mal, eine AK. Niemals alleine unterwegs sein. Da, wenn ihr alleine seid, seid ihr eine schwache, sag ich mal, Bedrohung gegenüber anderen Spielern. Und wenn ihr sterbt, ist alles weg. Wenn ihr noch ein Teammate dabei habt, okay, natürlich so jetzt, dann könnte er euch noch, also euer Loot, sag ich mal, noch verteidigen oder euer Loot sogar retten. Wir machen das so, wenn einer stirbt, dass der gestorben ist, läuft er wieder dorthin. Ah, jemand hat Fleisch gebraten. Ist mal. Ja, wo war ich? Wenn der euer Loot halt rauspackt und dann despawnt das Loot erst ja beim Server Restart, das ist ganz praktisch. Und natürlich Geduld ist in Lazy das A und O. Also wer keine Geduld in dem Spiel hat, der hat in Lazy nichts verloren. Lazy ist halt auf Geduld aufgebaut. Ja, und dann wollte ich mich dafür nochmal entschuldigen, dass so lange kein Video von mir kam. Lag halt daran, ich hatte Urlaub, dann hatte ich noch ein Problem mit meinem PC. Aber jetzt kommen wieder regelmäßig Videos. Ich werde jetzt mein altes Projekt The Walking Dead wieder aufnehmen. Und dann hoffe ich, dass ihr das fleißig anschaut. Und dann wollte ich noch ankündigen, dass mein nächstes DayZ, was ich rausbringe, also es wird ja, das Let's Play wird ja erstmal, sag ich mal, auf ein bisschen Fahrzeugen verschobenes Let's Play. Aber ich werde ein DayZ Spezial bringen. Das solltet ihr euch auf jeden Fall dann mal reinziehen. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch geholfen. Ciao, bis zum nächsten Mal.